So, und jetzt geht's los. Die Wachse konnten lange genug ablüften und aushärten. Jetzt schauen wir uns mal das Tropfenbildungsverhalten an. Fangen wir an hier beim Petzholz. Ja, und das bildet hier richtig kleine, schöne Tropfen aus. Sieht wirklich gut aus. Also so kennen wir das auch. Und auch hier auf den Ablaufbahnen bleibt nichts an Tropfen liegen. Sieht gut aus. Als nächstes kommen wir zum 476S. Und jetzt sehen wir auch nochmal schön hier die Übergänge. Hier haben wir den ersten Übergang in der Mitte des Bildes und im Hintergrund sieht man schon den zweiten Übergang. Und auch hier beim 476S sieht das hier am Tag 1 wirklich richtig gut aus. Gehen wir zum nächsten. Kleine Tropfen hier. Wirklich ein schönes Bild. Und hier sieht man jetzt immer noch mal schön die Übergänge. Ah, jetzt läuft es hier Richtung Petzholz runter, 476S. Hier sind wir jetzt beim Dr. Wack angekommen. Ja, im Vergleich zum 476S, ja, da gibt es schon so die ein oder anderen kleinen Unterschiede. Aber trotzdem erstmal für den ersten Tag ist auf jeden Fall völlig okay. Hier sieht man jetzt wieder schön den Übergang und dann kommen wir hier zum R222 Konkurs. Ah, das bildet hier auch erstmal einen richtig schönen Tropfenteppich aus, richtig schöne runde Form. Na, das Dr. Wack jetzt meiner Meinung nach unter den Vieren immer noch etwas zurückgeschlagen, weil die Tropfen noch etwas flacher sind. Das sehen wir jetzt auch nochmal, wenn wir dann jetzt hier das Dr. Wack mit dem R222 vergleichen. Hier sind wir dann schon beim Soft 99 Mirror Shine. Und hier laufen schon die kleinen Perlen. Sieht auch wirklich richtig gut aus. Ja, selbst auf dieser sehr horizontalen Fläche läuft hier das Wasser schon gut nach unten. Hat kaum Halt. Und hier sieht man jetzt auch nochmal im Hintergrund den Übergang. Jetzt ungefähr in der Mitte des Bildes. Und hier haben wir jetzt das Dodo Juice Supernatural. Ja, so vom Look her ungefähr auf der Lackbalsam-Ebene und hier auf der letzten Fläche haben wir ja nichts drauf. Das sehen wir jetzt auch nochmal, total flache Tropfen. Schönes Bild. Und jetzt hier die kleine Zusammenfassung. Lack unbehandelt. Hier haben wir das Dodo Juice Supernatural. Soft 99 Mirror Shine. R222 Konkurs. Dr. Wack Lackbalsam, das Collinite 476S und hier vorne das Petzholz Premium Wachs. Hier vorne geht es weiter beim Bild Hamber Double Speed Wax. Tropfenform, richtig steiler Winkel. Also hier laufen auch schon die kleinsten Perlen nach unten. Sieht wirklich top aus, so wie wir es auch gewöhnt sind. Ja, während Lars hier fein weiter sprüht, schauen wir uns das nächste Wachs an. Das ist hier das Kiwami von Soft 99. Auch ein wirklich hervorragendes Bild. So kennen wir das ja auch, so sind wir das gewöhnt. Und jetzt kommen wir hier zum Premium-Wachs von Herrenfahrt. Und dann sehen wir jetzt auch nochmal hier, dass die Tropfenform doch eine bedeutend andere Form aufweist, als zum Beispiel das Kiwami, was wir jetzt vorher hatten. Auch nochmal schön zu sehen, diese ganzen Wachse wirklich im direkten Vergleich. Also das Herrenfahrt muss ich jetzt erstmal hier komplett hinten anstellen. Hier geht es jetzt weiter zum R222 100% Carnauba. Auch hier wird die Tropfen in einem guten Zustand. Schöne Tropfenform. Hier oben jetzt auf der Fläche wirklich fast horizontal das Dach. Deswegen laufen die Tropfen auch nicht nach unten. Bilden aber wirklich eine schöne Form aus. Hier sind wir jetzt beim Chemical Guys Peats 53 angekommen. Auch hier wirklich eine schöne Tropfenform. Wassertropfen werden schön vom Lack abgestoßen. Wenn hier noch etwas Wind dazu kommt, dann würden die hier schon runtergeblasen werden. Also das funktioniert wirklich gut. Und hier hinten kommen wir jetzt zum Neowax Car Wax Number One. Und das sieht auch gut aus, genauso wie wir es auch bei uns im Test hatten. Und hier nochmal im Vergleich zur komplett unbehandelten Fläche. Auch hier nochmal für euch die Zusammenfassung. Lackfläche unbehandelt, das Neowax, das Chemical Guys Peats 53. Hier haben wir jetzt das R222 100% Carnauba. Hier haben wir das Herrenfahrt Premium Wachs. Beim Soft 99 Kiwami ist schon kaum noch was an Tropfen drauf. Die laufen hier durch den kleinen Wind schon nach unten. Und hier vorne
der Übergang. Und hier vorne haben wir das Bildhemper auch hier durch die etwas schrägere Dachfläche schon kaum noch Tropfen drauf. Und hier starten wir jetzt mit Gruppe 3, das Soft 99 12M. Hier sind kaum noch Tropfen drauf. Die laufen hier aufgrund der leichten Dachschräge schon nach vorne, nach unten. Also das sieht wirklich gut aus. Top-Ergebnis beim Nanolex Hybrid Wachs. Sieht es auch ähnlich aus, auch von der Tropfenform völlig okay. Etwas flacher als beim 12M auf jeden Fall. Hier sind wir jetzt beim Colin Knight 915 angekommen. Auch hier sieht das mal richtig gut aus. Gibt es nichts zu meckern, schöne Tropfenform. Hier beim Swisswax Shield haben wir auch relativ runde Tropfen. Also das Nanolex, das Colin Knight und das Swisswax, das ist wirklich schwierig, da einen Unterschied zu sehen, wenn ich mal hier schnell drüber gehe. Schwierig, sehen alle sehr gleich aus. Hier haben wir das Soft 99 King of Gloss und da bewegen sich schon wieder die ersten kleinen Tropfen nach unten. Also das King of Gloss kann ja das Wasser wirklich unheimlich gut abstoßen. Das sehen wir jetzt auch nochmal, diese kleinen Perlen wandern. Hier bei der exakt gleichen Fläche beim Swisswax Shield bewegt sich gar nichts. Beim King of Gloss laufen die Tropfen und das ist wirklich die gleiche Dachneigung hier an der Stelle. Und zum Schluss hier ein Blick auf das Turtlewax Original und da sind die Tropfen doch etwas unförmiger. Also von der Tropfenform liegt das hier noch vor dem Herrenfahrtwachs, aber in der Gesamtheit trotzdem im hinteren Feld. Und hier haben wir jetzt nochmal die unversiegelte Fläche. Sehen wir es nochmal schön total eckig. Turtlewax, ja, nicht unbedingt viel besser. Also das bildet hier in der kleinen Gruppe, in Gruppe 3, das Schlusslicht. Dann hier King of Gloss. Wirklich top. Hier laufen echt die Perlen schon alle nach unten. Hier beim Swisswax Shield, beim Colin Knight 915, beim Nanolex Hybrid Wax, alles komplett gleich. Und hier vorne beim Soft 99 haben wir auch ganz kleine Perlen. Und sobald sie etwas größer werden, sehen wir hier vorne, dann laufen die schon nach unten. Und jetzt nochmal alle Wachse hier im groben Überblick. Von der Leistung her sehr ähnliche Flächen, außer beim Herrenfahrt. Da haben wir wirklich eine sehr flache Tropfenbildung hier in dem Bereich. Sieht nicht unbedingt gut aus. Genauso beim Turtlewax hier vorne auch nicht so der Riesenhit, muss ich sagen. Auch hier bei der dritten Fläche, das müsste das Lackbalsam von Dr. Wack gewesen sein. Auch hier haben wir so die ein oder anderen Tropfen, die im Gegensatz zur Konkurrenz wirklich sehr, sehr flach sind. Also da haben wir schon deutliche Unterschiede gesehen. Ja, also die Soft 99 Wachse zeigen wieder ihre absolut Top-Leistung. Genauso wie das Bildhemper und auch hier die R222 Wachse wirklich gut. Das Pietz 53 völlig okay. Es gibt so diese typischen schönen runden Perlen bei den Favoriten und die ein oder anderen Ausreißer sind auf jeden Fall hier auch mit dabei. Jetzt gehen wir mal mit der größeren Wassermenge hier drüber. Erstmal hier vorne beim Petzolds Premium Wachs. Ja, das perlt wirklich hervorragend, da gibt es überhaupt keine Einschränkung. Kein kleiner Wasserfilm, der hier zurückbleibt. Perlen laufen super runter. Kandidat Nummer 2, das 476S. Auch hier an Tag 1 wirklich ein schönes Bild. Gehen wir zum dritten Wachs, das ist hier das Dr. Wack. Ja, da sehen wir so die ersten kleinen Wasserrückstände, die wirklich etwas länger brauchen, um sich zusammenzuziehen. Hier beim R222 Konkurs, da sehen wir das auch nochmal schön. Wasserfilm reißt sehr, sehr schnell wieder auf. Das Soft 99 Mirror Shine jetzt im Bild, ja, hervorragend. Also wirklich gibt es nichts auszusetzen, top. Und hier das letzte Wachs, das Dodo Choose Supernatural an Tag 1. Gibt auch ein schönes Bild. Gehen wir gleich in die Mitte weiter, dem Neowax Carwax Number 1. Auch hier, das sieht wirklich gut aus. Chemical Guys Pietz 53. Auch überhaupt gar keine Chance, sich hier irgendwie einen Wasserfilm auszubilden. R222, 100% Canauba. Echt ohne Probleme. Also funktioniert top, die drei. Dann kommen wir hier zum Herrenfahrtwachs. Und da sehen wir jetzt schon einen deutlichen Unterschied. Wasserfilm muss sich wirklich stark zusammenziehen. Und jetzt gehen wir hier zum Soft 99 Kiwami. Und das perlt auch richtig, richtig gut, so wie wir es gewöhnt sind. Und hier vorne das Bildhemper, das soll dann natürlich auch wieder ein super Bild geben, wie wir es auch gewöhnt sind. Ja, sieht top aus. Die dritte Gruppe jetzt hier im Abhellverhalten, das Soft 99 12M, los geht's. Ja, hervorragend, so wie wir es gewöhnt sind. Nanolex Hybrid Wax. Ah, das hat schon die ein oder andere Schwierigkeit, das sehen wir auch an dem Wasserfilm, der doch etwas länger braucht. Colin Knight 915. Ja, absolut top. Hier sind wir jetzt beim Swisswax Shield. Das sieht eigentlich auch vernünftig aus. Wie sieht es jetzt hier aus
beim Soft 99 King of Gloss. Ja, die Soft 99 Wachse, die sind einfach wirklich top, sieht super aus. Und hier hinten beim Turtle Wax, ja, da sehen wir doch schon, der Wasserfilm braucht einen Ticken länger, bis er nach unten läuft und sich hier zusammenzieht. Also das ungefähr mit dem Herrenfahrt auf einer Ebene, genauso auch wie beim Tropfenbildungsverhalten, also auch hier beim Ablaufverhalten, doch etwas Schwäche. Jetzt machen wir nochmal hier das Abperlverhalten in der Gesamtheit. Und da sehen wir schon, dass eigentlich alle Wachse auf einem sehr guten Niveau sind. Außer hier vorne das Herrenfahrt, sehen wir jetzt hier an dem Wasserteppich. Und hier hinten nochmal zum Turtle Wax. Etwas Wasser bitte. Das sehen wir jetzt ja auch nochmal. Das Wasser braucht dann wirklich länger, um sich hier zurückzuziehen. Und bei den anderen sieht das wirklich gut aus. Und das Lackbalsam hier auf der gegenüberliegenden Seite, das hat auch etwas zu kämpfen. Das ist genau neben dem Herrenfahrtwachs. Wir zielen jetzt nochmal genau hin. Jetzt hier das Herrenfahrt und weiter oben das Lackbalsam von Dr. Wack. Ah, ihr seht das nochmal schön. Und bei den anderen sieht das wirklich gut aus. Genug Perlen, genug Ablaufgeschwindigkeit. Wir schauen uns jetzt die Wachse in der nächsten Zeit an und geben euch im zweiten Teil sozusagen das Update. Sobald hier irgendein Wachs extrem schwächelt, kriegt ihr natürlich sofort den Teil 2. Und ich denke mal, es können auf jeden Fall noch so 2 bis 3 Videos dazu kommen, denn wir werden euch regelmäßig Updates hier zu den einzelnen Flächen geben. Und ihr könnt ja mal euren Favoriten unten in die Kommentare reinschreiben. Vielleicht ist auch euer aktuelles Favoritenwachs hier dabei. Und ich denke mal, bei 18 Stück, da ist auf jeden Fall für jeden was hier an Wachs mit vorhanden, was er vielleicht auch in Zukunft mit in den Einsatz nehmen kann. Es gab schon 2 Wachse, die von Anfang an jetzt nicht so das riesengroße Abperlverhalten gezeigt haben. Das ist so das erste Fazit für mich. Das war das Herrenfahrt und das Turtle Wax. Und auch beim Dr. Wack, ja, das ist auf jeden Fall noch okay, aber das zeigt im Gegensatz zu den Top-Wachsen hiervon doch schon den einen oder anderen Defizit. Ich bin gespannt. Ich hoffe, der kleine Test hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns auf jeden Fall bei Teil 2 wieder mit unseren 18 Wachsen im Vergleich. Haut rein, Leute. Daumen nach oben. Ciao.